Ich kann euch nicht wirklich sagen, wie der Tag heute ausgeht, weil es kann sein, dass ich die Tour hier abbrechen muss in Grömitz. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist der 8. August. Aua, mein Knie. Und nehmen wir es einfach mal hoch. Wir packen gerade unsere Sachen. Ich kann euch nicht wirklich sagen, wie der Tag heute ausgeht, weil es kann sein, dass ich die Tour hier abbrechen muss in Grömitz, weil mein Schienbein bzw. meine Wade so krasse Probleme machen, dass ich heute Nacht geschwitzt habe, gefroren habe und sträube mich im Moment noch gegen diese Entscheidung abzubrechen, aber ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich will natürlich einerseits die Tour beenden, andererseits muss ich aber auch in den nächsten Wochen und nächsten Tagen einsatzfähig sein in Berlin. Das heißt, die Gefahr, dass ich mich nicht bewegen kann, weil mein Bein irgendwie ausfällt wegen was weiß ich was, Sehnenscheinentzündung oder so, geht halt nicht klar. Und deswegen bin ich gerade in dem Gedankenprozess, ob ich es noch versuche und weitermache und Marcel auch nicht hängen lasse, weil ich gerne mit ihm die Tour auch beenden will. Oder ob ich sagen muss, okay, Vernunftentscheidung, ich muss hier aufhören, weil es einfach zu krasse Belastung für das Bein ist. Das ist halt auch das Thema. Wir haben die Tour ja, sag ich mal, deswegen heißt es ja auch Blitztour, einfach sehr spontan begonnen, ohne Training vorher groß. Ich war ewig nicht laufen, ich glaube vor 2-3 Monaten. Und dann ist das natürlich schon eine sehr heftige Belastung, die mir auch bewusst war. Bloß meine nicht saubere Technik wahrscheinlich beim Longboarden hat dazu geführt, dass mein Bein jetzt extreme Schmerzen hat. Bei Marcel ist es nicht ganz so schlimm, beziehungsweise fast gar nicht, glaube ich. Und ja. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen. Ich werde es versuchen. Ich weiß aber nicht, wie weit ich komme. Wir fahren jetzt erstmal los und gucken, wie es ausgeht. Bist du wenigstens bereit? Ich zieh dich. Das ist die Motivation, die ich brauche. Hashtag Mitgefühl. Los geht's. Going on a road trip when no one knows. Chilling with the bros, taking pics with the hoes. Cause we're young and we got a lot of time to blow. Driving down the highway, gotta do a show. We're just four. So, 5 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Es geht eigentlich. Ich versuche ganz klare Abläufe zu haben. Einfach wirklich einen Bewegungsablauf hinzubekommen. Nicht so wie am Anfang der Tour, wo man einfach mal so manchmal losgetreten hat, sondern wirklich eine Bewegung zu haben, dass das Bein, wenn dann, sag ich mal, rund belastet wird und nicht so staccato-mäßig, wie ich das vielleicht am Anfang manchmal gemacht habe. Und es ist schon anstrengend. Ich versuche mich nicht auf den Schmerz zu konzentrieren, sondern vielmehr auf die Straße, auf den Weg, um ein bisschen von dem Schmerz wegzukommen, gedanklich. Cause we're young and we got a lot of time to blow. Driving down the highway, gotta do a show. We're just 14, trying to find another city. Stopping at the party, cause it's time to get shitty. We're not coming back till we get from east to west. We're going for the best, nothing less. Staying on this road trip, cause we gotta get it done. Doing everything we gotta do to have some fun. Wait. We're coming to another state, show a 10, ain't no way we're gonna be late. Every night the. Bei solchen Abfahrten hier kann ich einfach kein Risiko eingehen, weil ich nicht weiß, wie schnell das wird und ich dann nicht mehr vernünftig bremsen kann mit meinem Bein. Bei solchen Straßen, wo es wirklich ein starkes Gefälle gibt, wo man Geschwindigkeit aufbaut, muss ich schieben
Und wenn ich es einsehen kann, dass es safe ist, dann fahre ich es halt runter. So ihr Lieben, wir haben jetzt hier einen richtig schönen See gefunden. Ich weiß leider nicht, wie die Stadt hier heißt. Irgendwas mit Holzstein oder Holzbein. Es ist auf jeden Fall eine Stunde weg von Grömitz. 10 Kilometer sind wir jetzt, glaube ich, gefahren. Ich halte die Tour richtig auf. Der liebe Marcel muss immer auf mich warten, weil bei mir nichts geht, zumindest nicht mit dem linken Fuß. Und wir haben gedacht, um das Ganze ein bisschen kurzweiliger zu gestalten, beantworten wir ein paar Fragen, die auf meinem Kanal wie auch auf Marcels Kanal eingegangen sind. Und ich verlinke Marcels Kanal einmal hier oben in der Ecke. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit ein paar Fragen von dir an, weil ich habe mein iPhone an Land gelassen. Ja? Ja. Also Saskia hat zum Beispiel gefragt, wohin fahrt ihr alles? Wohin fahren wir? Nach Lübeck. Ja, wir sind ja durch viele kleine Städtchen gefahren. Kannst du die nochmal aufzählen? Achtung. Kleinste war ja Kopenhagen. Ja. Nee, ganz am Anfang. Dann ging es weiter nach Koge. War das Koge? Ja. Koge. Ja. Presto. Ja. Den nächsten Ort ist dieser ganz kleine. Den hattest du rausgesucht. Wo haben wir denn da diese lange Strecke. Wo haben wir denn da Ach so. Na, ich weiß nur noch. Saskjöping. Saskjöping. Oder so. Saskjöping. Oh, ja. Und danach? Rottbyhafen. Genau. Dann gestern Grömitz. Über Puttgarden. Und heute Lübeck. So, ihr Lieben, der Vlog ist jetzt vorbei. Die Frage haben wir ungefähr 8 Stunden für gebraucht. Okay, nächste Frage. Wie viel Kilometer seid ihr gefahren? Fragt Finn. Ich glaube bisher 240, 50? Nee, so viel sind es noch nicht. Die ganze Strecke sind doch keine, oder? Doch. Doch, 280 sind es, glaube ich. Ja doch, können wir hinhauen, irgendwas über 200. Täglich so um die 50 wahrscheinlich, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Womit auch gleich die nächste Frage beantwortet wäre von Saskia. Wie lange fahrt ihr an einem Tag? Das längste war jetzt wie viel? Oder die Stunden sind vielleicht gemeint. Also es ist in Stunden. Es waren auf jeden Fall 57 Kilometer in 6 Stunden, glaube ich. Ja. Ja. Könnte hinkommen. Als ich noch fit war. Jetzt brauchen wir das Doppelte. Nächste Frage. Welche Longboards würdet ihr empfehlen? Keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe ja so ein selbstgebasteltes da. Ah, nicht gebastelt, ist schon gut gemacht. Hat auch gute, wie nennt man die Aufhängung? Achsen. Marcel meinte auch gute Rollen, soweit. Und ich kenne mich da leider gar nicht aus. Kennst du dich aus? Kommt auf jeden Fall darauf an, was man mit dem Longboard machen will. Und wenn wir jetzt so eine Longboard-Tour wie hier veranstalten, wo man lange Strecken fährt, wäre auf jeden Fall ein Longboard zu empfehlen, was möglichst steif ist, es nicht so viel Flex hat und was vielleicht auch ein bisschen flach über dem Boden liegt. Mhm. Ja, ansonsten gute Komponenten kaufen, so im Allgemeinen. Zahlt sich eigentlich immer aus. Kein billiges Aldi-Longboard für 50 Euro. Ja. Mit 100, 150 ist man meist schon ganz gut dabei heutzutage. Okay, wir halten fest, also es muss auf jeden Fall ein steifes Longboard sein. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt weiter und beantworten dann die nächste Frage, wenn ich wieder in einen Busch gestolpert bin, ja? Also, bis später, ihr Lieben. So, Freunde, wir sind jetzt in Sirksdorf, direkt am Strand. Die Leute baden, spielen Pool. Very nice. Wir müssen aber weiter. Wir haben ein strenges Programm bis Lübeck. Es wird wahrscheinlich die längste Fahrt. Nicht von den Kilometern her, aber von der Stundenanzahl. Hier geht es jetzt relativ flüssig. Wir müssen noch ein bisschen Zeit aufholen und genießen ein bisschen hier die Strandpromenade. So ihr Lieben, wir sind jetzt in Sirksdorf angekommen und es ist Zeit für die nächsten Fragen. Wenn ich die jetzt finden könnte, wäre es natürlich ein Träumchen. Hier Bernhard wieder fragt auf meinem Kanal, hat Joel echt schade mit dem Wetter,
haltet durch. Warum habt ihr diese Tour ausgesucht? Was war eure Motivation? Marcel? Ja, gar nicht so wirklich. Die Idee eigentlich mit Kopenhagen. Ja. Mhm. Wir hatten auch Holland noch im Visier, ist ja auch ein schönes Fahrradland. Ursprünglich wollten wir sogar durch Berlin einfach nur touren, dann haben wir festgestellt, das ist vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert und es war so auf 3 Tage festgelegt, dann sagten wir vielleicht noch ein paar Tage mehr. Und viel mehr konnten wir aber auch nicht. Naja, es passt einfach irgendwie so, ne? Und, Naja, man muss schon sagen, es hat sich eigentlich so entwickelt, dass wir eigentlich so erst eine Eintagestour durch Berlin machen wollten oder zwei. Aber in Berlin, sag ich mal, sind die Fahrradwege absolute Katastrophe. Und dann haben wir überlegt, wo könnte man noch rumfahren außerhalb von Berlin. Und dann hat sich das immer so hochdividiert, sag ich mal, bis dann jetzt. Zur Welttournee. Nein, die Tour ist ja, sag ich mal, so von der Länge her relativ grenzwertig. Also für Anfänger. Und naja, so hat sich das entwickelt. Das heißt, die Motivation war eigentlich nur eine Longboard-Tour zu machen, glaube ich, ne? War ja jetzt keine andere Motivation irgendwie. Ein paar Videos zu machen. Ja, ein bisschen Videos zu machen, ein bisschen. Für mich zumindest auch aus dem Büro rauszukommen, deswegen habe ich das Angebot von Marcel sofort angenommen, als er diese Idee hatte. Und dementsprechend sind wir jetzt hier. Ich bin im Moment richtig motiviert, ich habe Energie, deswegen müssen wir jetzt schnell weitermachen. Wir sehen uns gleich auf der Strecke. Ciao! So Leute, ich habe jetzt eine neue Technik. Also es gibt bei mir jetzt nur noch zwei Bremsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich springe ab, wie jetzt gerade. Und lass das Board einfach weiter rollen und halte es dann auf. Die zweite Möglichkeit, die ich noch habe, weil mein Bein nicht mehr funktioniert, ist, wenn hier eine Lampe kommt, dass ich die kurz halte oder irgendwas, sag ich mal, am Straßenrand, was ich kurz anfassen kann, um mir Speed rauszunehmen, wenn man bergab fährt. Das wird dann, sag ich mal, so gecached wie bei dieser jetzt hier. Ich bin jetzt zwar nicht sonderlich schnell, aber ich fahre dann da ran. Greift die Not macht erfinderisch, Leute. Chillin' with the bros, taking pics with the hoes. Cause we're young and we got a lot of time to blow. Driving down the highway, got a. Boah, Leute, das war knapp eben. So ein kleiner Stock, ey, kann dich echt zum Sturz bringen. Wir fahren gerade in Marmeladenschwartau ein. Bei mir gab es fast gar nichts mehr. Mein Fuß, will ich gar nicht versprechen, aber auch von der Energie her bin ich komplett leer. Ich habe mir jetzt nochmal Nüsse gerade reingehauen, dass ich das hier und hoffe, dass ich das hier beenden kann. Es sind noch 8 Kilometer. Leute, wir fahren jetzt gerade in Lübeck ein. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, dass ich mich lang mache und es nicht mehr bis zum Hauptbahnhof bzw. zu diesem Holstenwald schaffe. Noch 4 Kilometer oder so, 4,5, dann ist die Blitztour beendet. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Yes! 280 Kilometer. Wenn nicht mehr. Wenn nicht mehr, müssen wir nochmal nachgucken. Gefühlte 40.000. Ja, genau. Wie Lukas sagte. Von Kopenhagen nach Lübeck. Wir sind jetzt hier am, wie heißt das Teil? Holstentor. Am Holstentor. Und ich bin froh, dass das Thema vorbei ist. Es hat mega Spaß gemacht. Marcel, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch wenn es die letzten... Du hattest aber die Idee für die Strecke. Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Aber die letzten zwei Etappen waren auf jeden Fall heftig, vor allen Dingen auch wegen meinem Bein. Trotzdem haben wir es bis auf den letzten Meter jetzt geschafft. Super glücklich. Noch finale Worte von deiner Seite. Ich kann nur den Hut ziehen vor der Leistung von Joel. Ja, er hat da wirklich was gemacht, das eigentlich vielleicht auch unvernünftig ist, weil auch gesundheitsgefährdend, möchte ich meinen. Das werden wir jetzt in den nächsten Tag sehen. Über das Mögliche eigentlich hinausgegangen. Er hätte das mal heute miterleben müssen. Ja. Das war wirklich fast mehr Laufen als Fahren. Aber ich bin ja geduldig und wir wollten unbedingt das Ziel erreichen. Er hat es geschafft, 10 Mal eingecremt und so weiter. Und unter Schmerzmitteln, aber was sage ich?
sag schon zu viel. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du immer auf mich gewartet hast, an jeder Milchkanne quasi. Aber so schafft man halt so eine Tour als Team. Und deswegen bin ich jetzt super happy. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Vielen lieben Dank für euren Support, für eure Kommentare. Und bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut. Ich werde keinen Meter mehr machen. Wir haben es geschafft. Ich liebe euch alle. Ich würde euch morgen noch mal auf dem Laufenden halten, was alles abging. Ich bin jetzt einfach viel zu fertig. Wir müssen auch gleich die Bahn kriegen um 21:09 Uhr. Wahnsinn.